Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Hierauf arbeiten wir los. Bewältigt als Snake den klassischen Modus. Auf 5.0, keine Continuous. Wie machen wir das am besten? Wir starten wahrscheinlich dann mal mit 0. Oder so niedrig wie möglich und arbeiten uns dann hoch. So, Snake, wo bist denn du? Was hat denn der für Kostüme? Das ist gut und das ist gut in, wenn man sich verstecken will, so rotfarben, ne? Ja, wir starten auf 500 Punkte. Halt. So, dann müssten wir uns von hier aus bis auf 5.0 hocharbeiten, hoffentlich. So. Wer hat Genick gebrochen? Ja, schon lange her, seit ich mal Snake gespielt habe. Also ich habe keine Ahnung, mit dem habe ich irgendwie nicht klar. Hat er nicht irgendwie so eine Mine oder so vergraben? Was? Ich meine, mit seinem Down Smash konnte, hat er irgendwie voll schnell irgendwie, oh Gott, ne, Mine vergraben. Oh Gott, das ist doch ein bisschen, ich muss sie doch ein bisschen schneller erlegen, habe ich so Gefühl. Für Start. Auf abzuwehren, du musst sterben. Okay, muss schneller gehen hier. Warte, warum kriege ich nur so wenig? Oh. Komm schon. So, wie ich kriege jetzt wieder nur so 0,4. Muss mal Punkte erreichen, hallo? Was? Oh, die trickst mich hier voll aus, ey. Muss ich wohl doch mit ein bisschen höher anfangen. So wie es aussieht. Ja, komm schon, sonst. Boah, was zum. Mann, lass mich hier raus. Ey, was ist denn da für ein Scheiß? Hey, was ist das denn, ey? Warum krieg ich denn nur so wenig Punkte, hallo? Ja, voll die Verarschung. Ne, einen Moment mal. Das ist ja wohl jetzt hier nicht fair, ey. Wie man nachdenkt, ich krieg so ungefähr mal 3000 Punkte, ich krieg mal so 3.0 Punkte, ne? So, wenn ich das so mache, ohne, ich muss ja auch ohne Continuous schaffen, ne? Aber wir fangen bei 2 an, da dürfte ja wohl jetzt ein bisschen besser jetzt sein, ne? Mm. So, wie ich kriege jetzt 0,9. Da dürfte ihn hauen, glaube ich. Hey, kommt aus einem Schleichspiel. Benutzt Raketenwerfer, Granaten und Minen. So, irgendwie so eine Meme. Ja, irgendwie schon, ne? Der benutzt irgendwie die lautesten Waffen, die es überhaupt gibt, ne? Und aus dem Schleichspiel kommt. Wie ein Engel. Verdammt normaler Raketenwerfer, willst du damit machen? Versuch mal das zu reflektieren. Wird wahrscheinlich klappen. Was? Macht mich ja fertig.
weil er braucht zu lange für seinen verdammten. Boah, ja, ehrlich. Warum für all seine Smash-Angriffe so lange? Oh, was? So, flieg raus, mein Gott. Soll ich mich eigentlich verarschen? Flieg raus, danke. Ja, warte, dieser Angriff aus Palutenas Bild. Ja, komm schon, dann müsste irgendwie so ganz knapp hinhauen. Ja, ich muss 5.0 genauer haben oder so. Da wäre. Fliegst du hin? Raus. Sehr gut. Sehr gut. Kann ich wieder in meine Box reingehen? Oh. Okay, ich darf nur nicht am Ende frecken. Wäre so richtig gut. Hallo? Also einer, ich habe voll viele Schusswaffen kriege. Da. Oh. War voll angepisst, hat er seine Knarre auf ihn geworfen. Was? Ah, meine Mine. Nee, noch nicht. So. Geh mal dahin. Er ist so ungewohnt, du musst mit den seinen einen Angriff, wo man in eine Richtung lenkt, sondern zweimal drücken. Das ist irgendwie voll ungewohnt. Tarn und Scheuchenhaar. So, aber ich frage nicht gegen Crazy an und Co. Meisterhand. Aber glaube ich, das Schwerste hier schon erledigt. Warte, ich? Nein! Boah, ich muss ja ohne Continuous zu schaffen, mein Gott. Sind die Gegner immer nur so schwer? Warum ist das nicht hochgegangen? Alter! Oh, das ist jetzt nicht wahr, ey. Ja, machen wir jetzt noch mal von neu natürlich. Hey, warum ist denn der Kampf jetzt so schwer gewesen, ey? Also, ich will das hier on screen schaffen, ey. Das darf nicht wahr sein, ey. Ja, warum ist das schwieriger als irgendwie anderen Schwierigkeitsgrad? Kommt irgendwie nicht mein Kopf, geht irgendwie nicht mein Kopf rein. Oh, ich habe schon 40%, ich habe schon mehr Schaden als die beiden zusammen. Wie ist denn das schon wieder passiert? Oh. So. Ich habe deinen Freund in die Luft gejagt. Jetzt bist du als nächstes dran. Ja, dieser Angriff ist stark. Er hat dort vor lange, bis er ihn einsetzt. Er muss ja seinen blöden Raketenwerfer rausholen. Ne? Was soll ich tun beim Bossen am Ende nicht hier fränken?
wäre gerne mal zu den Bossen hier hinkommen. Du kannst das Ding lenken. Was? Okay, wie habe ich da nicht 0,9 bekommen? Was? Oh, mitten ins Gesicht. Oh, Headshot. Hat er bestimmt auch schon mal irgendwann gesagt in Metal Gear Solid, oder? Stimmt. Hier ist eine Mine. Alter. Noch mal gut, ey. Ich kriege ja nur Schusswaffen, weil ich mit seinen in seinem Part spiele, ne? Was? Oh, er ist eher ausgeflogen, gut. Boah. Ich werde, glaube ich, auch ausgeflogen, ey. Irgendwie ist das viel zu schwer. Ich komme jetzt nicht gar nicht klar. Viel zu merkwürdig zu steuern. Er kann Granaten werfen, Raketenwerfer benutzen. Mein Gott, das ist genau. Ich habe gerade eingesammelt. Ist nicht so gebracht. Ja. Aber bloß nicht zu nah. Mal jemand den falschen Smashball da weg. Voll Idioten. Hat. Warum wollten er immer noch dabei weg, nachdem er diesen Greif gemacht hat, ey? Diesen Grab meine ich. Oh Gott. Gut, Lava kam nämlich gerade nach oben. Aber hier in meiner Box bin ich sicher. So, wenn ich jetzt noch den letzten Kampf hier schaffe und den Bosskampf ohne zu falken, das wäre richtig gut. Ja, nicht meine Mine. Warum sind die kaputt gegangen? Ey? Blüm, wurde entdeckt. Oh nein. Du Idiot. Sehr gut. So, jetzt noch dieses blöde Minispiel und der Boss. So. Ich hoffe, ich muss nicht wirklich genau 5,0 oder so holen. Da wäre ja richtig retarded. So, ich renne am besten so weg, ne? Nein. What? Was ist denn hier los? Bin ich schon immer so schräg? So. Ich will es ja relativ sicher durchschaffen, also. Sollte ich vielleicht einige Sachen hier skippen, sagt er, während er trotzdem ja Dinger versucht zu holen. Geh mal einfach durch. Jetzt bitte lass mich den Bosskampf ohne Continuous schaffen, weil das war richtig hier nervtötend. Ich möchte das nicht noch mal machen.
Bitte lass es jemand anders als Master End und Crazy End sein. Wenn, dann lass die 4 Schaden. Okay, das könnte vielleicht nicht so gut sein. Habe ich mir eigentlich hier gewünscht, ey. So, du sollst ein Metal Gear wahrscheinlich darstellen, ne? Ich werde ja wohl schaffen, ohne einmal zu frecken, ne? Oh nein. Aber ich habe nur 0%, komm. Bin ich irgendwie mit irgend so einem Blödsinn erledigen. Ja, ich habe Granaten auf dich. Er bringt sogar voll. Immer fernzünden. Wir benutzen ja noch voll die dämlichen Attacken. So haben wir halt auch geschafft. So, ich wollte meine Minion aktivieren. Ich glaube, ich habe mir nur selber jetzt Schaden gemacht. Okay, gut geschafft. So, ich musste jetzt ganz genau 5.0 oder so erreichen, da wäre jetzt richtig dämlich. Muss ja Dutzende Anläufe mit dem machen. Ja, natürlich das Thema. Dun, 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 dun. Da schaffe ich jetzt noch einen Charakter reinzupacken. Ich glaube ja, ne? Könnten etwas länger Part als sonst werden, aber was soll's. Autsch. Trotzdem explodiert, was? Aber ich wollte ja noch für DLC-Charaktere vorkommen. Weil jetzt alles nur Gastcharaktere werden. Zwei Charaktere gibt es ja schon wieder, die vorgestellt worden sind. Hier einmal Piranha-Pflanze. Weil warum nicht? Weil Masahiro Sakurai es liebt, uns zu trollen. Also anstatt irgendwie tot oder so, keine Ahnung, das ist irgendwie so Piranha-Pflanze. Warum Piranha-Pflanze? Weil die einen Mario-Charakter noch haben wollten, weil wir schon so viele bekannte Mario-Charaktere in diesem Spiel haben. Wir sind denen irgendwie die Ideen ausgegangen. Ja, wie war's mit Toad? Ne, war Luigi? Ne, den will doch keiner. Was weiß ich, Birdo. Klon-Charakter für Yoshi oder irgendwie sowas. Oder irgendein Buhu oder irgendwie sowas. Koopa, ein Knochentrocken. Nee, nimm mal eine Piranha-Pflanze. Weil warum nicht? Hat überhaupt keinen Sinn, ey. Wir haben schon so viele Charaktere drin, da wissen die schon nicht mehr, was sie hinzufügen sollen. Genau das gleiche wie mit dem Fire Emblem-Charaktere. Da haben wir schon, weiß ich nicht, alle möglichen Charaktere von den neuesten Spielen. Willst ja noch hier hinzufügen? Andere kennt doch kein Schwein. Also als so, dann gibt es ja noch hier Joker aus Persona 5. Weil ich habe so ein bisschen angefangen, so ein Let's Play von jemandem zu gucken. Also so ein bisschen, was weiß ich über das Spiel. Irgendwie Phantomdiebe, die gehen irgendwie in die Herzen von anderen. Haben irgendwie so Festungen in ihren Herzen, da müssen die irgendwas rausstehlen. Währenddessen muss er im Schulleben hier spielen. Wieder hat die Knarre geklaut. Naja. So, wieder hat es nicht gezählt, sonst weiß er nicht. Es geht ja gleich irgendwas fliegen. Entweder mein Mikrofon oder mein Controller. Ah, Credits 5, was? Okay, sehr gut. Calling to an eye. Sagt mir nichts. So, gut. Und Samus im Hintergrund. Lucina. Fire Emblem Charaktere. Komm schon, kriegen wir noch hin.
Also irgendein Fire Emblem Charakter. Weiß ich nicht. Nee, lass mal. Ich hab schon so ja vorgestimmt ja. Wen ich nehme ja so. So Rio war gerade im Bild, aber den haben wir schon. Nehmen wir. Wer kommt noch aus Brawl? Jetzt zurückgekehrt. Wolf. Auch die Star Fox Charaktere. Boom. War die, dann haben wir die Veteranen, die aus Brawl kommen, auch in einem Part reingepackt. Ein wildes Wiedersehen, ja. So, Wolf ist ein mehr oder weniger ein Klon von Fox und Falco, hat aber ein paar andere Angriffe. Ja, zum Beispiel sein Seitwärts. Ich im Gegensatz zu den anderen schnell weg mit dem Ding. Zu Falcos und Fox Seitwärts Dingen ja ein bisschen anders ist. Kann ich jetzt nicht so zeigen. Wenn die so, wenn die einen durch einen so durchdüsen irgendwie. Ja, hier kriege ich wieder 0,8. Wolf tut irgendwie so ein Seitwärts so ein bisschen nach oben fliegen, also sein Rettungsmove, ja, so ein Reflektor, da ist die Knarre. Glaube ich ein bisschen besser sogar als Fox und Falco, wenn er mich fragt. Geh weg. Lass ich noch mal treffen hier. Sehr gut. That face. Der hat gesehen. Was, gibt mir ein paar Fire Emblem Charaktere zum Erledigen. Aber ich merke gerade, wir haben alles. Wir haben gegen die Ice Climber gekämpft, die aus Brawl kommen. Pikachu, Pichu kommt aus Melee. Weg. Pichu kommt aus Melee, junger Link kommt aus Melee. Also ist alles ein Wiedersehen von alten Charakteren. Jetzt verstehe ich's. Ha. So, lass mich damit Style erlegen. Das gibt's einfach nicht, ey. Jetzt bist du wieder am Boden, ja, aber gerade warst du nur am Hüpfen. Ich den Smash-Ball hatte hier fristert. Boom. So, wer kommt jetzt? Snake. Schick, ah, Pokémon-Trainer, ja. Komm auch zuerst im Brawl vor. Willst denn so jemanden treffen, ey? Boah, Junge. Sobald ich den deaktiviert habe, kommt er direkt und ja, wo bist du? Die Computer, die wissen das immer. Genau wie bei Konter, greift mich die ganze Zeit an. Irgendwie weiß ich nicht. Greift mich die ganze Zeit an. Und wenn ich dann einmal Konter mache, dann hören sie natürlich auf, ey. Wenn so ein Geschrei hat man nicht so, weiß nicht, dieser Knosp. Shiggy und ja, dieser Knospen und Shiggy oder Glurak auch so irgendwie steuern kann, also ohne im Pokémon Trainer. Finde ich ein bisschen komisch. Wäre schlecht gewesen. Man, bei allen drei von denen fehlt ein Down Smash halt, ne? Oh Gott. Weil Down Smash wechselt den nämlich aus, ja. Zwischen den
drei Pokémon oder so. Oh Gott, ganz gesehen als unten aufhörte. Okay. Was? Warum wurde ich denn jetzt weggehauen? Die wissen einfach, Computer wissen irgendwie zu gut, wie man ja Luft auf Luft ausweicht. Gefällt mir irgendwie nicht. Snake. Ich zerfleischt hier an der Wand. Ja, zu lang gedauert, ne? Ein seitwärts Smash. Ich gemerkt. Ich kenne diesen Schmerz. Ja, damit. Oh, Tiki. Das Fire Emblem Awakening. Oh. Oder ist echte? Ja gut, oh, ich habe gar meine Ultra Smash. That face. Alter. Ja, jetzt kommt gleich Crazy End und Meister End. Machen wir alles zunichte. Also auf. Oh. Du nicht so mitten aus dem Nichts auf einmal an der Wand festhalten, ne? Ich komme mit solchen Charakteren nicht klar. Oh, leck mich. Ja, ganz voll einfach Dinge erreichen. Damit kann man auch so normal dadurch. Also glaub nicht, ne? So, schon wieder du. Naja. Schieß dich schön von ihr ab. Kann sogar funktionieren. Na, ich wollte mal blocken. Jetzt kommt mein Mega-Angriff. Ich falle um. Klappt sogar. Sehr gut. Er weiß nicht darauf klar zu kommen, ey. Boom. Wieder dann. Sehr gut. Wenn jetzt 9.9 war, ne? Ah, guck ich dann an. 99.999 Punkte. Ach, daran wird dann irgendwie abgemessen. Ja, war gut. Also wenn ich jetzt nicht den Meilenstein schon offscreen hier freigeschaltet hätte, dann spätestens jetzt live auf Kamera. Das ist auch gut, ne? Und das mit Wolf. Ich habe einen neuen Main gefunden. Also nicht. Die Pistole finde ich besser als die von Falco. Das war sozusagen der Main Selling Point hier, sag ich mal, von Falco, und weil er sein Schild kicken kann.
Deswegen habe ich den immer bevorzugt mit Fox. Und weil er nicht so verdammt schnell war. Ich glaube, Wolf ist jetzt sogar noch ein bisschen besser. Aber mal schauen. Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich hier in einen Durchlauf alles geschafft habe. Mit Pit brauchst du, glaube ich, auch irgendwie ein oder zwei Tickets. Also gut. Finde ich toll. Will jetzt nur den Meilenstein haben, damit ich irgendwie Fire Emblem Charaktere erledigen muss. Und ich habe so das Gefühl, ich weiß, wie ich das kriegen werde. Ich nehme einfach nächstes Mal, wenn wir klassisch spielen, ein paar Fire Emblem Charaktere. Und ja. Dann müsste ich ja gegen einige kämpfen, ne? Nehme ich jetzt mal so an. Im Laufe der Zeit. Dürften aber klassisch auch alle hier freigeschaltet haben. Au. Shigeru Miyamoto. Ich weiß nicht mal. Der ist nicht der, der gestorben ist, ne? Shigeru Miyamoto, das ist der Erfinder von Mario, das weiß ich. Glaube ich, oder von Nintendo. Oder der Gründer von Nintendo, kann auch sein. Ich glaube, der Erfinder von Mario. Keine Ahnung. Wenn ich einfache Namen haben wie Bob oder irgendwie sowas. Bob, der Erfinder von Mario, Nintendo. Ja, guck mal, die sind voll Freunde. Ich habe keine Ahnung, wie deren Beziehung zueinander ist. Bonkers. Ich habe keinen Kämpfergeist von ihm bekommen. Welt. Yuri, dieser Street Fighter. Name Kami Stage, also auch von Street Fighter. Keine Ahnung. Das ist wie ein Charakter aus Final Fantasy Tactics. Oh, irgendwann so Taschen. Oh, okay. Immer noch so, jetzt müssen wir voll viel irgendwie freischalten. Sonic Boom. Sonic CD. Ich glaube, das hatte ich sogar. War nicht so ein gutes Spiel. Na, und Leichtstärke, Griff und Würfe. Gut, wir sagen, da war's. Wenn diesen Part, den nächsten Part machen wir weiter im Abenteuer. Und ja, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen würdet. Das wäre richtig nett. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.